Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me. Angels are me. Nenolina. Tag 10, Nenolina. Liebe zum Jesuskind. Hallo, liebe Kinder. Lasst uns dieses Weihnachten unser Herz dem Jesuskind schenken. Unsere kleine Heilige Nenolina wird uns dabei helfen. Sie war ein sehr fröhliches Mädchen, das im Alter von 6 Jahren starb. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon mehr als 100 Briefe an das Jesuskind geschrieben. Sie liebte Jesus so sehr und sprach immer mit ihm. Sie teilte alles mit ihm, ihre Freuden, Sorgen und ihre Gebete. Sie bat Jesus, andere zu heilen, aber für ihre eigene Leiden dankte sie ihm immer, selbst wenn ihr Bein amputiert werden musste. Einmal schrieb sie an Jesus: »Ich werde dir eine schöne, weiche Krippe vorbereiten, damit du dich in meinem Herzen wohlfühlen kannst.« Liebe Kinder, dieses Weihnachten begrüßt das Jesuskind in euren Herzen. Möge er Freude und Frieden in unser Leben bringen. Der Bibelvers für heute ist Psalm 37, Vers 4. Erfreue dich am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das Gebet: Jesus, du bist meine Freude. Und die Aufgabe für heute: Schreibe einen Brief an das Jesuskind und danke ihm für alles Gute und jeden Segen von ihm. Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me.